Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit dem Abbad. Jetzt muss ich euch erstmal eine Person vorstellen. Mein halben Namensvetter, Phil. Warst schon mal im Video? Nee, bisher noch gar nicht, ne? Doch. Wo haben wir schon? Kofferraum, Limo. Ah, ja, ich habe nämlich vorhin noch drüber nachgedacht. Stimmt, ja. Die Platte, wo wir gefräst haben. Ich habe nämlich vorhin noch gedacht, wir hatten ja für die alte Limo mal ein Video angefangen. Und zwar wollten wir vorne so richtig geil billetmäßig so ein Y-Stück fräsen, konnten aber dieses Projekt nicht zu Ende bringen. Genau. Da war ich stehen geblieben. Erstmal vielen Dank für die ganzen Teile in letzter Zeit. Ja, immer gerne. Man hilft, wo man kann, ne? Ja, diese ganzen Kleinteile an allen Ecken, die gedreht und gefräst werden mussten, da hilft Phil immer sofort quasi. Und das waren, glaube ich, mittlerweile tausende, hunderte Teile, Kleinigkeiten. Ist was zusammengekommen, ne? Ja. Ich habe gerade gestern Abend wieder hier die Standbohrmaschine ein bisschen gebraucht, weil ich mal kurz so einen Kragen wegdrehen musste. Manchmal macht es die Standbohrmaschine und die Flex dann auch, ne? Aber es gibt auch Teile, die muss man ein bisschen präziser fertigen. So, es geht in die finale Phase mit dem Abbad. Eigentlich ist auch da das halbe Auto schon wieder von dir. Inklusive Radnaben und. Heute beschäftigen wir uns aber mit einer ganz anderen Thematik, und zwar Thema Bremse. Ich habe ganz, ganz, ganz lange überlegt, was ich bei diesem Fahrzeug mit der Bremse mache. Für mich ist sowohl dieses Fahrzeug als auch der X-Bow ja auch, ich sag jetzt mal, ein Lerngerät, um halt so in diese Rennstrecke reinzukommen, sowohl technisch als auch fahrerisch. Mhm. Und egal, wen ich gefragt habe, alle haben gesagt, lass einen Bremskraftverstärker drin, lass das ABS drin. Ich habe mich dazu entschieden, ich schmeiß beides raus und mache eine Waagebalkenbremse rein. Diese Thematik erkläre ich euch gleich, was wir da gebaut haben, beziehungsweise was Phil sich da überlegt hat. Erstmal kurz zu den Hintergründen. Theoretisch, das ABS in so einem Fahrzeug sorgt dafür, dass wenn ihr volles Ballett einfach in die Bremse kloppt, die Räder nicht blockieren. Jetzt ist das Problem bei einem ABS alleine, weil das über Kreuz steht, das heißt vorne links, hinten rechts. Falls eine von den beiden Kreisen undicht ist, kann man immer noch diagonal bremsen. Heißt, man kann auf jeden Fall nicht die Bremskraft von vorne nach hinten verteilen. Das Einzige, was ich hätte machen können, ist, ich hätte nach hinten Bremsdruck minderer einbauen können, die quasi den Bremsdruck auf der Hinterachse mindern. So, jetzt darf man bei diesen Bremsdruckminderern immer nicht vergessen, die funktionieren nicht als Beispiel 100% Bremsdruck. Ich nehme davon einfach 70 weg, sondern die haben alle immer quasi bis zu einem gewissen Druck, mindern die immer fast gar nicht und erst da fangen sie an zu mindern. Das heißt, so richtig geil kann man das nie einstellen. Jetzt haben mir ganz viele Leute geschrieben, Philipp, übernimm dich nicht mit dem Abbad, das Ding wird richtig wild fahren, wegen Slicks, kurzer Radstand, viel Leistung, breit und so weiter. Das heißt, ich bin zurück, back to the roots. Wir bauen getrennt die Bremse. Vorne, hinten, mit T-Stück auf die einzelnen Räder. Und dieses Ganze lässt sich am Ende einfach durch ein sogenanntes Waagebalkensystem einstellen. Da kommen wir später drauf. Idealerweise würde man dieses System kombinieren mit einem Motorsport-ABS. Ja. Gibt es von Bosch. Schweineteuer, kostet um die, ich glaube, 5000 Euro. Funktioniert brutal geil. Mal gucken, wie sich das so mit dem Abbad entwickelt. Wenn wir im Regen fahren würden, auch eine absolute Pflichtsache, weil ich glaube, im Regen kriegt man das nicht so gut hin. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, ich bin dieses Jahr viel mit dem X-Bow gefahren und der X-Bow hat mehr oder weniger genau diese Kombination. Kein ABS, kein Bremskraftverstärker, nur eine Waagebalken. Dort habe ich nachgerüstet eine Verstellung, dass man neben dem Lenkrad quasi die Bremskraft vorne hinten verstellen kann. Total geil. Natürlich ist das Pedal bretthart, also man muss da richtig, richtig reintreten. Ja, du musst halt richtig Kraft aufbringen, ne? Jetzt habe ich dann den Vorteil, beide sind vom Pedal gleich, weil ich habe die gleichen Zylinder, ich habe die gleichen Bremskolben tatsächlich. Also die ganze Bremsauslegung ist ziemlich identisch. Ja. Das heißt, das Pedalgefühl wird in beiden Autos gleich sein. Und ich kann für meine Sache sagen, diese ein, zwei Trackdays, die ich mit der Verstellung gemacht habe, das hat mir persönlich schon so viel gebracht, sowohl technisch gesehen als auch fahrisch gesehen, weil man tatsächlich endlich mal merkt, was passiert, wenn die Hinterachse ein bisschen mehr und ein bisschen weniger bremst, dass ich es für eine Arbeit unbedingt haben wollte. Deswegen ist ja in den letzten Wochen auch nicht so viel passiert. Jetzt sind wir aber so weit, dass es langsam losgehen kann. Das heißt, in den Abbad kommt erstmal eine Waagebalken ohne Bremskraftverstärker und ohne ABS. Erstmal, wenn das Auto dann richtig fährt, vermute ich mal schon, dass dort wieder ein ABS-System reinkommt. Das Problem ist, wir können, wie ich schon erklärt hatte, das Originale nicht nehmen, wegen Diagonal. Also geht bestimmt irgendwie mit Umkodieren, Umpinnen. Vielleicht ist es auch einfach nur Bremsleitung anders anschließen, das weiß ich nicht. Aber das Problem ist, wenn man das Ganze schon vernünftig nutzen will und ein Kennbus-System drin hat, dann kann man mit so einem Motorsport-ABS auf jeden Fall mehr rausholen, weil das spuckt auch richtig Daten aus, was sonst nicht ist. Andererseits wiederum, da ich mit dem Fahrzeug nicht professionell Rennen fahre, sondern eh nur just for fun fahre, werde ich im Regen eh nicht fahren. Das heißt, erstmal werde ich da mehr so der Schönwetterfahrer sein. Das heißt, da musste eine Waagebalken rein. Jetzt gibt es
für eine Arbeit natürlich kein Waagebalkensystem zu kaufen. Wenn es zu kaufen gäbe, dann meistens nur mit einer kompletten Pedalerie. Das heißt, wir hätten den ganzen Innenraum umstricken, schweißen und so weiter müssen. Wollte ich nicht. Ich wollte es, wenn dann, so haben. Kam auch relativ spät, die Idee. Die Idee kam eigentlich erst, nachdem ich es im X-Pro schon so positiv gefahren bin, dass wir es hier reinmachen wollten. Bevor Phil ein bisschen was zu seiner Konstruktion erklärt, erkläre ich euch nochmal kurz, was Waagebalken überhaupt genau bedeutet. Wie ich bereits sagte, habt ihr einen Hauptbremszylinder für vorne und einen Hauptbremszylinder für hinten. Wie rum das jetzt erstmal ist, ist erstmal egal. Bei einem normalen Auto habt ihr nur einen Hauptbremszylinder. Das ist zwar ein doppelter, der quasi zwei hintereinander hat, aber theoretisch nur einen. Das heißt, man kann dort gar keine Verstellung einbauen. In diesem Fall ist jetzt das hier der sogenannte Waagebalken. Der ist quasi quer zu den eigentlichen Schubstangen. Das heißt, wenn man hier reindrückt, so wird quasi gebremst. Das heißt, hier drin ist ein Kolben. Der Kolben komprimiert in dem, ich sag jetzt mal, wie nennt man es? Nicht im Brennraum, ich wollte schon Brennraum sagen. Auf jeden Fall in dem Volumen hier wird die Flüssigkeit komprimiert, geht raus auf die Bremse. Und jetzt ist hier drin, wir müssen es eigentlich mal zerlegen, da drin ist aber ein Uniballlager. Kommst du rein, Maxi? Ja. Ein Uniballlager auf dem Gewinde. Und dieses ist frei verschiebbar in dieser Hülse. So, und jetzt können wir von außen mit einer Welle, die hier rangeht, können wir quasi hier drin das Gewinde verschieben. So, das heißt, wenn wir jetzt hier reingucken könnten, würdet ihr sehen, dass der Anlenkpunkt da drin sich gerade verschiebt. Das heißt, übertrieben gesagt, wandert dieser Anlenkpunkt in der Mitte von links nach rechts. Und jetzt ist es nämlich so, je näher dieser Anlenkpunkt zu dem Hauptbremszylinder ist, je mehr Druck bekommt diese Seite ab. Das heißt, übertrieben gesagt, bremst die am Ende nicht so, sondern wenn jetzt die Verstellung nach hier gedreht ist, bremst man am Ende mehr so. Und so geht das Ding rein, leicht schräg. Und somit kriegt der Zylinder mehr Bremsdruck ab. Und das Ganze, der entscheidende Moment, wo ich dann gesagt habe, jetzt brauche ich das, war, als ich diese Verstellung gesehen habe. Ja, diese Verstellung gibt es sogar tatsächlich in Orange mit LED. Das heißt, wenn ich eine Umdrehung mache, zeigt auch minus 1 an, minus 2. Ist das geil? Habe ich gefeiert. Nicht schlecht. Habe ich richtig gefeiert, das Ding. Ich mag das ja auch, wenn so ein Teil so einen Klick hat. Ja, das hat eine Wertigkeit. Ne? Das ist halt wirklich geil. Du stellst das um und das ist genau da. Und so, und jetzt, ist halt schon jetzt stellt euch mal vor, das Ding steht im Abarth-Armaturenbrett irgendwie neben dem Lenkrad. Und ich weiß ganz genau, Bilster Werk war ich am schnellsten, wenn ich auf minus 5 gehe. Weil tendenziell Strecke, wo man ein bisschen schräg bremst, das heißt in die Kurve rein. So, Oschersleben war eine Strecke, da bremse ich nur gerade. Also drehe ich mal lieber auf plus 2 nach vorne. Smart. Formel 1, ne? Ja. Eigentlich, man denkt immer, das wäre so neueste Technik, ist eigentlich uralt, ne? Ja. Das ist, glaube ich, so 80er. Ne, noch früher. 60er, 70er. Das ist halt so typisch eine Rennbremse von damals. Das hatten schon die Rennfahrer damals hatten immer ein Rad für Bremse und ein Rad, als es mit Turbomotoren losging, wo sie quasi das Wastegate verstellt haben. Ja, auf jeden Fall, hier ist dann einfach eine Welle dran. Zack. Diese Welle geht hier rein. Und dann könnt ihr das quasi mit dem Verdrehen verstellen. Voll geil. Das sieht erstmal einfach aus. Das war jetzt erstmal so grob die Basics. Ich hoffe, ihr habt es grob verstanden. Hast du es grob verstanden, Maxi? Ja, ja. Ja, siehst du, perfekt. Dann hat sie das dann verstanden. Dann werden die Zuschauer das auch verstanden haben. Ja, das ist immer ein guter Indikator, wenn die Jungs das verstehen, dann war es immer in einigermaßen verständlich. Weil wir sind alle dumm. Nee, so war das natürlich jetzt nicht gemeint. Nein, ich weiß alles. Sondern war nur gemeint, es kann ja auch sein, dass ich da so in meiner Trance wieder drin bin, weil ich mit 1 Million Leute darüber gesprochen habe. Ja. Das heißt, hiervon ist jetzt gerade nur gekauft folgendes Teil. Hauptbremszylinder. Die muss man immer vom Kolbendurchmesser passend wählen zu der eigentlichen Bremsanlage. Da hatten wir ja Marius' Video ja schon mal eine Frage zu gemacht. Wie, wo, was? Und dieses Teil hier in der Mitte gibt es zu kaufen. Für echt schmales, keine Ahnung, 80 Euro oder so, gibt es diesen Waagebalken hier in der Mitte. Mehr ist davon jetzt allerdings nicht für den Abarth. Alles andere ist handmade in Hannover. Genau. Ich habe das halt einfach, Philipp sagt, brauche ich, muss in diesen Abarth rein. Habe ich vom originalen Bremskraftverstärker halt die Maße abgenommen. Ich sage, das sieht vielleicht komplizierter aus, es ist eigentlich relativ simpel. Mhm. Also ich habe die 3D-Konstruktion auch nur dafür gemacht, damit ich weiß, dass die ganzen Lochkreise sich nicht schneiden, dass das mit den Schrauben passt. Weil das ist, wenn man hier guckt, schon recht knapp. Ne? Mhm. Also mit der Schraube, die diese Stange hier hält und dem Gewinde, was hinterher im Auto sitzt, dass du eine Zentrierung hast, so wie es beim originalen Bremskraftverstärker auch ist, und dass du die Anbindung hinten hast auf der anderen Seite für die beiden Bremszylinder. Das heißt, du hast hier den originalen Bremskraftverstärker genommen, genau. Hast diesen Lochkreis gemessen von den 4 Schrauben? Ja, es ist leider kein Lochkreis, also es ist nicht ganz symmetrisch angeordnet. Ja, der hat an einen Stellen 2 Langlöcher. Ich vermute, das ist halt einfach nur so ein Montageding. Mhm. Dann, dies wird richtig geführt? Genau, das ist zentriert, das ist derselbe Durchmesser wie
am originalen Bremskraftverstärker. Mhm. Das Loch in der Mitte ist jetzt halt einfach erstmal so ausgelegt, weil wir noch nicht ganz so genau wissen, wie wir das auslegen mit der Schubstange, die am Ende aus dem Auto kommt. So, das heißt, dieses Teil wird durch die Spritzwand an die Pedalerie gesteckt, von innen verschraubt. Ja. Und dann geht es an der anderen Seite weiter mit eigentlich der Aufnahmeplatte für die beiden Zylinder. Genau, und da siehst du ja auch. Die Sache ist, geil wäre natürlich gewesen, wenn man die Stange in eins hier durchlegen könnte, dass das alles noch kleiner wird. Das Problem ist aber, das schneidet sich hier alles. So, es schneiden sich die ganzen Lochkreise und so weiter. Man muss es halt leider ein bisschen schieben in alle Richtungen. Das heißt, am allerliebsten hättest du quasi, da die Kraft in die Richtung ist beim Bremsen, hättest du wie einen langen Zuganker am liebsten von den Zylindern durchgezogen bis in den Innenraum. Das wäre am geilsten gewesen. Aber der Lochkreis hier liegt nicht auf dem gleichen wie dieser. Leider nicht. Und dann hätte man vielleicht was bauen können, so mit super komplizierten Stangen hier zwischen, die hier an einer Seite exzentrisch laufen zum Verschrauben. Aber das ist, glaube ich, alles ein bisschen zu viel. Jetzt muss man dazu sagen, auf gar keinen Fall nachmachen, was wir hier machen. Weil ist Rennstrecke. Das ist definitiv. Ja, das ist wirklich Bremse. Wichtigste Teil am ganzen Auto. Jeder, der schon mal mit der Bremse ins Leere getreten hat, weiß, wie unspaßig das ist. Und deswegen ist das auch alles jetzt gerade hier so massiv ausgelegt, weil das erstmal ein Prototyp ist, der da erstmal rein muss. Und dann kann man das Ganze immer noch leichter bauen. Ne? So, wobei ich ehrlich sagen muss, so schwer, also der Bremskraftverstärker mit Hauptbremszylinder ist schwerer, würde ich sagen. Ja, das kann gut sein. Also es wird, ich glaube nicht, dass da viel Gewicht zu holen ist. Ne? Mhm. Aber... ja, wie gesagt, wenn man das Ganze halt so rennsportmäßig haben will, dass man das alles verstellen kann und so. Das ist auch aus hier. Ihr müsst da haben. Für Handgelenke. Ergonomische Arbeit. Ja, genau. Und wie gesagt, das ist halt relativ simpel gemacht einfach. Ne? Diese beiden Platten auch wirklich nur rein konstruktiv, damit ich für mich sehen kann, wo schneidet sich das, wie passt das. Hier ist jetzt zum Beispiel auch nur ein Loch drin, weil ich noch gar nicht wusste, wie groß muss ich das auslegen. Aber ist schon cool gemacht, so mit den ganzen versenkten Schrauben, dass das alles so relativ clean aussieht. Ja, hier ist es zum Beispiel jetzt auch so, dass ich hier diese versenkte Schraube gar nicht habe, weil ich das mal anders gedacht hatte eigentlich. Aber so ist die Lösung dann schon am geilsten, muss ich sagen. Weil ins Alu-Schrauben ist immer so eine Geschichte. Wir haben jetzt diese Stehbolzen, die in den Innenraum gehen. Die haben auch mehr wie 2x D-Gewinn. Ich glaube nicht, dass da was passieren wird. Mhm. Da muss man auch dazu sagen, das ist ja das gleiche Gewinde wie original. Genau, das ist 1:1 wie original. So, das heißt, der originale Bremskraftverstärker, wo man genauso mit viel Kraft... Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass man hier mit mehr Kraft reintritt, weil die eigentliche Bremskraftverstärkung, die ja original zwischen Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder ist, ist ja unabhängig von der Pedalkraft. Ich glaube, die ist dahinter. Also weißt du, man tritt, sagen wir mal, mit 100 Kilo rein und der Bremskraftverstärker macht dahinter quasi eigentlich 200 Kilo auf den Hauptbremszylinder. Ja, genau so. So, das heißt, wir werden auf den schon tendenziell ein bisschen härter. Ne? Ja. Aber da ist ja zur Not, also weiß ich nicht, das reißt man hier unmöglich. Wenn man hier zur Not, ich weiß nicht, was das jetzt für Material ist, einfach nur erstmal ganz normales. 8er Schrauben sind das erstmal ganz normal. Genau, wenn man sowas als 12-9er nimmt in der M8, das reißt man ja auch niemals ab. Wichtig ist halt, dass es im Alu auch hält. Ne? Und dann ging es weiter, dann muss natürlich auch noch irgendwie die Anbindung gemacht werden zum Pedal. Spontan einfach mal den originalen Bremskraftverstärker zerlegt, das Ganze einmal nachgebaut. Und der Kollege geht jetzt hier so durch und dort auf. So. Und dabei haben wir eben gerade ein kleines Problem festgestellt. So, und zwar das Problem ist, also ist eigentlich kein Problem, ist nur noch nicht fertig unser Teil, dass dieser Waagebalken in der Mitte lässt sich gerade da dreidimensional in alle Richtungen bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf trete, das ist die Betätigung von der Bremse, dann kann es passieren, dass der überall hinflutscht, aber nicht dahin flutscht, wo er hinflutschen soll. So, das heißt, irgendwie muss dieses ganze Gerät noch geführt werden. Was machen wir da? Ja, also was machen wir da? Ja, wir machen, also es gibt zwei Varianten. Wir bauen hier so eine Art Gabel ein. Mhm. Das heißt, hier kommt quasi wie ein U, wo das hier drauf geführt wird. Mhm. Dass er nur noch das Spiel, was er hier hat, was er ja gegeben ist, durch die Buchse hat, aber nicht mehr dieses Dreidimensionale machen wie das bei angebotenen Bremsanlagen ist. Es gibt auch noch die Variante, haben wir ja vorhin gesehen, dass du das Ganze hier über einen Umlenkpunkt hier oben hast. Dass quasi hier eine Umlenkung drin ist, dass der hier drüber geführt wird, dass der so schwingt, sage ich mal, übertrieben gesehen. Also dass der Hebel hier nach oben hin nochmal verbunden ist und wie eine Glocke so sich hin und her bewegt. Ne? Genau, das ist derselbe Effekt, wie wir machen wollen mit dieser Führung. Ja, so, ich suche mal ein Stück Pappe, dann zeige ich euch mal die Führung, wie wir das eigentlich vorhaben.
So, das heißt, übertrieben gesagt, diese Führung soll folgendermaßen aussehen und soll dann hier so, da soll ein Frästeil werden, was nach hinten hin an den Aluklotz angeschraubt wird. Genau. Und quasi mit genau dem Durchmesser von der Buchse ausgefräst ist, dass die Buchse hier drin hin und her laufen kann. Ja, die kriegt ein bisschen Toleranz und Spiel, ne? Ja, ja. Und dann, aber du hast ja eh das Spiel von dieser Buchse hier. Mhm. Und wenn wir das so auslegen, haben wir ja vorhin gesehen, wir haben uns das schon mal angeguckt gehabt, wie andere Leute das machen. Kochen ja alle nur mit Wasser, ja, sag ja. ich mal so. Und dass das so geführt ist, da habe ich vorher auch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist mir auch erst beim Bauen aufgefallen, dass es so ist. Das ist jetzt die Lösung, die wir erstmal haben, den Ansatz, und dann schauen wir, wie das funktioniert. Also man könnte jetzt hier wahrscheinlich auch eine perfekte Messingbuchse reinsetzen, ne? Die mit möglichst viel Länge diese Stange genau nur gerade führt, aber dann sind wir wirklich in dem Bereich, wer weiß, wie lange das gut geht und so weiter. Ne? Ich glaube auch, das funktioniert leider nicht, weil der Anlenkpunkt vom Pedal hat Höhenspiel. Das kannst ja, und du und der sehen, kippt ja auch, ne? Also genau, das kannst du sehen, das ist hier auch so. Mhm. Das hat der an Spiel. Was das Pedal ist ja auch an ja, einem genau. Punkt gelagert und du trittst das rein das und halt da wird der minimal in schräg. Eine Richtung schräg drücken. Deswegen ist das hier auch so. Mhm. Deswegen, cool. wenn man das gerade führt, vermute ich, dass man hinterher das Pedal einfach an einer Stelle klemmen bleibt. Ich muss auf jeden Fall sagen, also ich habe da vollstes Vertrauen auf jeden Fall erstmal drin. Sieht mega aus. Das ist schön. Und ich freue mich auch übelst auf die Benutzung, weil es gibt einfach nichts Cooleres an so einem Auto, als wenn du wirklich auf eine Kurve zufährst, Runde für Runde einen Klick verstellst. Ein Klick sind ungefähr 2% Veränderung. Aber das macht schon viel aus. Ja. Also wirklich, das kommt dann ganz am Ende. Wenn wir alles eingebaut haben, machen wir einmal vorne, hinten Druck mit einem Manometer rein. Da reicht einfach eine Anzeige. Oder, da ich ja so ein Sensorik-Fan bin, vielleicht mache ich auch hammerhart vorne, hinten dauerhaft einen Sensor rein. Finde ich auch übelst nice, weil wir brauchen jetzt sogar noch einen Sensor, weil T-Stück. Das heißt, wir könnten hier direkt einen Sensor reinmachen. Dass man ganz genau wirklich auch, A, kann man dann nämlich mitloggen, wie stark du generell bremst. Und auch in Kombination, da sind wir jetzt allerdings schon ziemlich tief in dem Motorsport-ABS. Das Motorsport-ABS kann folgendes, das misst den Bremsdruck in Kombination mit Raddrehzahl und spuckt dir dadurch aus, bitte mehr hinten bremsen, bitte mehr vorne bremsen. Okay. So, weil das erkennt dann quasi, wir haben hinten 80 Bar. Mit 80 Bar hat hinten das Rad beim Anbremsen weniger gedreht als vorne. Das heißt, lieber mal Bremsdruck ein bisschen weiter nach vorne und so. Ne? Ja. So, da sind wir dann ganz tief im Rennsport drin. Da könnt ihr euch nächstes Jahr überall drauf freuen, was da noch so kommt. Ich will das jetzt gar nicht zu weit vertiefen. Dann gibt es nämlich bei dem Motorsport ABS auch noch so Punkte, wie dass der zum Beispiel auch so dieses Torque Vectoring so ein bisschen hat, dass der dann noch innen anders bremst als außen und so. Ja, da gibt es noch so ein paar Spielchen. Der wirklich, der hat 4 Radsensoren und dann noch den Druck. Und wenn man das alles loggen kann in Daten und sich hinterher angucken kann, ist das natürlich super interessant. Ne? So, aber ist von Bosch gar nicht so einfach, da ranzukommen. Aber wir arbeiten dran und gucken mal, was passiert. So, ich würde sagen, wir gehen mal einmal raus und stecken das Ding auf jeden Fall einmal rein. Ich habe kurz noch eine Frage. Ah, leg los. Bis zu wie viel Prozent kann ich denn vorne und hinten verstellen? Weil das wird ja mit der Konstruktion wahrscheinlich nicht 100% vorne gehen, oder? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich würde mal behaupten, 100% wird auf jeden Fall nicht gehen. Also will man ja im Endeffekt wahrscheinlich auch einfach gar nicht. Selbst wenn du jetzt nach ganz, also boah, ist wirklich eine gute Frage, selbst wenn ich die Verstellung hier wirklich bis ans Ende rüberdrehe, würde ich sagen, kommen wir auf irgendwas 80-20, würde ich mal tippen. Das ist ja doch schon aber recht viel, würde ich sagen. Also 80-20, vielleicht sogar 70-30 nur. Jede weitere Verstellung muss man dann halt über den Hauptbremszylinder machen. Mhm. Dann muss man halt passend dazu den hinteren Hauptbremszylinder kleiner oder größer wählen. Aber da ist schon recht viel. Guck mal, ein Klick sind ungefähr 2%. Ich würde mal tippen, ja doch, kommt schon hin. Also 30 Klicks hast du nicht. Ich würde mal tippen, so wenn du komplett verstellst, ja, ein Klick ist eine halbe Umdrehung. Das heißt, eine Umdrehung sind 4% Verstellung. Was ist das hier für eine Steigung in der Mitte? Wahrscheinlich 1,5er? Das habe ich gar nicht geguckt, aber das kann auch sein, dass das irgendwas Zölliges ist. Ne? Das heißt aber ungefähr, wenn anderthalb, eine Umdrehung 4%, bei anderthalb sind 3% pro Millimeter. Was werden wir hier an Verstellung drin haben? Vielleicht 15 mm? Mehr ist auf jeden Fall nicht. Also es kommt so hin, dass man 30, 40, 50% verstellen kann. Mhm. Man darf auch immer nicht vergessen, es lässt sich auch in beide Richtungen verstellen. Ja. Also wir reden ja von 70-30 auf 30-70. Das heißt eigentlich haben wir einen Verstellbereich von 60%. Also so in der Richtung. Also doch noch keine Formel-1-Technik. Ja, komm mal, wir gehen einmal raus und stecken das Ding einmal ran. Jawohl. Also hier haben wir jetzt ja so ein dezentes Loch, was tatsächlich genau dafür gedacht ist. Hier seht ihr jetzt quasi die eigentliche Zentrierung. Das ist dieser Kragen. Ja. Und die 4 besagten Löcher, um den Kollegen da einzuführen. Sieht aus wie dafür gemacht, oder? Jawohl. Guck mal, wir wollten ja eigentlich die ganze Zeit um die Bauhöhe kämpfen. Ach, macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Nee, macht jetzt so keinen Sinn. Also weil wir haben ja wirklich genug Platz, weißt du? Ja.
Hier können wir uns diese schönen Behälter hinmachen für die Flüssigkeit. Die würde ich auch mit Absicht nicht draufschrauben, wegen, ich weiß nicht, ob das, wobei es ist auch starr an der Karosse, ja, ist egal. Ist auch starr an der Karosse, ist theoretisch egal. Aber die würde ich trotzdem hier so ein bisschen höher machen. Beide schön nebeneinander. Fett. Ja, dann noch die Verstellung daran. Ne? Das Einzige, was nicht ganz so cool aussehen wird, sind natürlich die Leitungen hier vorne so. Muss man mal gucken. Würde ich irgendwie so, aber doch, man könnte sie beide so geil führen, ne? So innenlaufend. Ja. Und dann unten runter, ne? Genau, Verstellung ist sogar, können wir sogar tatsächlich beifahrerseitig machen. Das können wir ja einfach umdrehen, das ist ja... Wobei wir da gucken müssen, wo wir durch die Karosse gehen. Das wird wahrscheinlich nur hier so gehen. Hier. Hier, gleich, da ist der Stopp, schon. Hier, Abfahrt. Ein bisschen was kommt noch ran, aber... Könnte sogar genau passen, ne? Ich denke schon. Könnte man sogar im Zweifelsfall so weit verlängern zur Not, dass der genau da so steht, ne? Fett. Und muss natürlich noch schwarz eloxiert werden. Ja, das können wir einfach mal hinterher machen, das ist ja kein Problem. Krass. Nee, passt erstaunlich gut. Weil der Platz hier ist eh tot, egal was ich hier hinschrauben würde. Mhm. Weißt du, das lasse ich eh wegen dem Schlauch und so erst hier anfangen. Ja. Was meinst du, was das für ein Kampf war für mich, dieses Rohr hier zu bauen? Weil ich habe es einfach nicht hinbekommen, den 50er Druckrohr zu bauen. Ey, das ist so klein, aber es macht bei dem Auto einfach keinen Sinn, es größer zu bauen. Ne? Nee, macht es auch nicht. Die Drosselklappe ist auch nicht so riesig. So. In dem gesamten Bereich wäre jetzt aber sonst gar nichts anderes, ja? Da war original der Bremskraft. Ja, jein. Original ist hier Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder und hier sitzt die ABS-Einheit. Ich sehe es aber so schon, hier ist so viel Platz, hier würde man die ABS-Einheit trotzdem noch ohne Probleme hier runterbekommen. Weißt du? Das heißt, wenn hier irgendwann mal wieder ein ABS hinkommt, würde man hier den hier so hinschrauben. Würde auch noch ohne Probleme gehen. Weißt du, weil zur Not kann man die Platte hier sogar noch in dem Moment gerade wegnehmen. Ja, da geht noch was. Gerade die Platte wegnehmen und fertig, ne? Ja. Aber sieht schön aus. Sieht massiv aus. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja, so, sehr schön. Ich würde sagen, jetzt machen wir das Uder noch rein. Genau. Dann muss das Ganze bis zum Messer noch eloxiert werden. Dann müssen wir hier noch die Behälter fertig machen. Und wenn alles gut läuft, seht ihr das Auto bald auf der S-Motorshow. Schauen wir mal. Stille. Das wird schon klappen. Ich würde sagen, ich hoffe, ich habe euch das Thema Waagebalken und Bremse ein bisschen näher gebracht. Und danke fürs Zuschauen. Danke für diese geile Konstruktion. Und gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.